Wenn ein Pferd sich an irgendeiner Stelle seines Körpers nicht berühren lassen möchte, empfiehlt es sich, sich dieser Stelle anzunähern und sich dann zurückzuziehen, sobald das Pferd irgendwie reagiert, und sich erneut anzunähern. Das Fliegenvertreiben imitiert das Schweifschlagen der Pferde auf der Weide, und auf einem Level 4-Niveau würde man dem Pferd diese Art der rhythmischen Bewegung, die das Friendly Game ausmacht, zeigen im Sinne von, du bist nicht gemeint. Und es bleibt stehen und bleibt gelassen, hier auch beim Helikopter. Also du machst eine Hand, die so aussieht, ne, wie so eine Kralle. Tust die auf den Popo drauf. Und dann ist eben dieses Haare, Haut, Muskel, Knochen. Ja, weiter hinten. Bisschen richtig mitten auf die Po-Wacke. Noch weiter hinten. Da, genau. Da, wo auch Muskeln sind. Und vorne rappeln, rappeln. Wenn die vor genau, das ist die richtige Reaktion. Weit kann sie jetzt natürlich nicht, aber es geht. Gut. Häng doch mal das Seil über den Ellenbogen drüber. Genau. Dann hast du nämlich zwei Hände, um das zu. Sehr schön. Und schon klappt es viel besser. Das ist letztlich alles eine Frage der Und Technik, ne? rückwärts drücken. Lass dich nicht von ihr, das ist dominantes Verhalten. Dann spielt die sieben Spiele mit dir und immer wenn die den Kopf schlenkert, gibst du nach und dann hat sie gewonnen. Genau. Besser. Und jetzt geht sie rückwärts. Jetzt hast du gewonnen. Punkt für dich quasi, ne? Das sind ja Spiele. Jetzt war es richtig schön. Genau, schlenkern zum Anhalten, ne? Und sie fragt immer wieder, was ist denn, wenn ich jetzt vorwärts gehe? Und du musst sagen, du gehst jetzt bitte nicht vorwärts. Und jetzt stell dich mal vor sie. Und nimmst den Stick auf ihre Brust. Höher, höher. In die Mitte, gut, da. Und schieb sie rückwärts. Wieder Haare, Haut, Muskel, Knochen. Den Druck immer weiter steigern und sie geht rückwärts. Gut, reagiert noch so schön. Okay, jetzt aufhören und kraulen mit dem Stick. Weil man beendet das Porcupine, indem man krault und meistens an der Stelle, wo es gerade war. Boah, ich bin erst schön. Reihenfolge ist Fliege, Moskito, Amsel, Adler. Wenn ich ein Pferd zum Reiten auswählen will und will die laterale Bewegung haben, Das Führen am Schweif ist halt einem Gefühl folgen. als nächstes fangen wir jetzt mit dem Driving Game an, wo man den Stick so schlenkert. Gegen ihre Brust. Bleib da stehen. Weil du hast ja den Zaun zur Hilfe, das kann man ja. Und schlenkerst mit dem Stick so gegen ihre, ne, der bewegt sich so rhythmisch. Tak, tak, genau. Gegen ihre Brust. Dann soll sie auch wieder rückwärts gehen. Und beim dritten Mal triffst du sie. Genau, pass auf, dass sie sich nicht abwendet. Genau. Und jetzt weiter. Rhythmus, Rhythmus. Und jetzt gehst du so einen Halbkreis auf ihrem Popo zu. Sie soll ihren Popo wegnehmen, die Hinterhand wegnehmen. Und jetzt ein bisschen so kleine Kreise mit denen, die werden immer größer. Vorne aufpassen und sie ist gegangen. Perfekt, Dann auf drücken. Rhythmus so auf ihren Hals zu quasi. Sie soll jetzt die Vorhand wegnehmen aus dem Weg. Du musst auf ihrem Halshöhe stehen, du stehst zu weit vorne. Geh ein bisschen mehr. Aha. Genau. Geh ruhig den Schritt weiter. Und jetzt mach. Ah, genau, das war's doch schon. Rhythmus mit dem Stick. Okay, aufhören. Und jetzt war es ein gerades Rückwärts aufhören. Ich gehe wie ein Border Collie auf einem Halbkreis, bewege den Stick eher hinter mir als vor mir, stoppt die Vorderhandbewegung und gehe dann auf ihren Hintern zu, sodass sie nur den Hintern bewegt. Mehr Seil, das Seil soll auf dem Boden. Und jetzt hebst du den Zeigefinger und bewegst den Zeigefinger. 2 Sekunden oder 3 Sekunden. Nicht auf sie zugehen, du hältst die Füße still. Jetzt bewegst du das Handgelenk. Nur das Handgelenk. Genau. Wäre sie nicht gegangen, hättest du den Ellenbogen. Jetzt bewegt man den Ellenbogen. Aus dem Ellenbogen deine Hand bewegen. Rhythmisch. Nicht mit Kraft, sondern einfach hin und her und hin und her. Du hast hier Zeit. Und jetzt den Oberarm, im ganzen Arm hin und Wenn her. die 7 Sekunden vorbei sind, ist dein Signal 1, Bauchnabel einziehen, die Beine so ein bisschen abstellen, entspannter stehen, lächeln
und sie quasi zu dir einladen. Wenn sie diese Einladung mit dem Bauchnabel, der muss zurück, ne, nicht folgt, tust du nur so, als würdest du das Seil einholen. Tu mal so, als würdest du es einholen, ohne dass es wirklich viel kürzer wird. Nur so tun, nur die Bewegung imitieren, gut. Und jetzt holst du es langsam ein. Ganz langsam das Seil einholen, lächeln und da kommt sie. Jetzt holst du das Seil ein, immer weiter einholen, sonst tritt sie rein. Hier habe ich sie jetzt schon rausgeschickt mit den Phasen, die gerade in dieser Infokarte standen. Und dieser Moment des Circling Games heißt erlauben. Ich erlaube ihr eigentlich, diese Kreise zu ziehen. Wenn sie stehen bleibt, dann würde ich hinten in der Zone 5 nachtreiben. Zum Übergang würde ich erst den Stick vor ihre Nase halten und dann durch Schlenkern des Seils das quasi durchsetzen. Jetzt versuche ich einen Richtungswechsel. Rückwärts gehen. Hätte ich noch ein wenig mehr ausbauen können. Und wieder das Erlauben. Ja, genau. Richtig schön rückwärts gehen. Zeigen in die neue Richtung. Heben des Sticks auf die Schulter zu. Und das Wingback, da gucke ich halt unters Röckchen quasi. Das Sideways-Game werden wir in einem neuen Video noch etwas genauer vorstellen, also eigentlich alle unsere Spiele, die Spiele nach Parelli. Und beim Squeeze Game geht es halt um Engpässe. Hier wieder vorne rappeln, damit sie stehen bleibt, weil sie drängt gerne in den Bereich des Menschen. Dominantes Cutting fährt. Ich zeige wieder, den Stick nur leicht gehoben und sie hat reagiert. Wieder unters Röckchen gucken, dann dreht sie sich um. Das nennt sich Turn, Face und Wait. Dreh dich um, sieh mich an und warte. Jetzt in die andere Richtung. Der Engpass ist ungefähr 1 Meter. Der wird immer enger. Kann auch nachher mal ein Sprung sein. Da gibt es viele, viele Varianten. Wieder den Hintern rum.